Ja, so hallo, wir machen weiter bei Mario Maker und wie ihr seht, bin ich schon in dem Level von Marcy. Ich habe gerade 2 oder 3 Minuten aufgenommen, ohne aufzunehmen. Insofern, einen ganz kleinen ersten Teil von dem Level kenne ich schon, aber das Level ist sehr lang. 3 Minuten 30 hat Vicaris als Rekord aufgestellt, also das muss sehr lang sein. Ich bin über den Raum hier auch noch nicht rausgekommen, ja, ich habe herausgefunden bisher, dass man diese Kanone hier verwenden kann, um damit das hier aufzumachen. So, das habe ich schon rausgefunden. Und, ich muss kurz Pause machen. Und, oh nein. Und dann den On-Off drücken kann. Und wo ich bisher immer gestorben bin, ist dieser Sprung hier. Den habe ich aber auch erst ein paar Mal. Okay. Gut. Gut, dann haben wir die Fails nicht auf der Aufnahme und es ist im Grunde habt ihr nichts verpasst. Ja, alles in Ordnung. Das ist jetzt alles auch neu für mich. Also ihr habt nichts tatsächlich verpasst. Wir haben jetzt nur keine 4 oder 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie lang die Aufnahme jetzt war. Fails am Anfang. Das ist okay. Wir kriegen genug Fails jetzt auch noch rein. Gar kein Problem. Gib mir den. Okay. Da haut's einfach mal den Kamek weg. Beziehungsweise ist es ja ein Magic Koopa. Okay, hier könnte. Ah, wait, da kann ich. Ach so, das ist nur für die zum Rauskommen. Ach Gott, jetzt werden überall Magic Koopas generiert. Will ich da runter? Ja. Da ist eine Tür. Und die Röhre führt mich zu einem Bonusraum mit ganz vielen Münzen. Yay. Ich muss nach oben zurück. Ah, da ist mehr Münze. Ach so. Okay. Einfach nur ein schöner Bonusraum. Ich hätte gern da hochgebracht. Oh wait, das Gold. Das sehe ich jetzt, merke ich jetzt erst. Oh Mann. Das war nicht so gut. Okay. Neuer Anlauf. Nein, ich hätte den gerne. Ich hätte den wirklich gerne, danke. Ich hätte ihn auch gern behalten. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Mario. Genau das. Genau das. Denke ich mir jedes Mal bei solchen Aktionen. So, weg mit dir. Jetzt brauchen wir den Raum ja nicht. Da komme ich ja hier direkt wieder raus. Also da ändert sich ja nichts. So, vielleicht schaffen wir diesmal einfach den Sprung. Wie wär's? Nice. Da gibt es hier einen neuen Pilz. Oh Gott. Ey, das war so gezielt einfach, ne? Uff, das war auch gezielt. Aber auf das andere, auf eine andere Art und Weise. Oh mein Gott. Oh Gott, geh heim. Oh nein. Ah, ich dachte schon. Oh Gott, da kommt was anderes gezieltes. Geh kaputt, geh an der Wand kaputt, geh irgendwo kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott sei Dank. So, wann kann ich da drauf? Jetzt nicht mehr! Scheiße. Ah, nee. Ah, nee. Vielleicht schaffen wir es, den Pilz mal zu behalten. Bis zu dem anderen Power-Up. Und vielleicht ist das dann wieder eine Katze. Das wäre ganz cool. Alter, ich habe das Timing nicht drauf, um auf die drauf zu springen. Ne? Das ist auch nicht so gut. Bam. So, tschüss.
gar nicht erst die Möglichkeit geben, dass er irgendwo hinschießen kann. Trifft ja am Ende sowieso nicht. Mach dich weg. Mach dich weg! Kommt schon wieder einer raus. Okay, jetzt kommen wir zu dem anderen Power-Up und es ist... Nice. Wie erhofft. Die Katzenglocke. Diesmal werde ich auch nicht gleich wieder getroffen. Alles easy. Kann ich die Großen eigentlich auch zurückpfeffern? Ja, nice. Holy moly. Zurück mit dir. Zurück mit dir. Cool. Dann machen wir uns das jetzt nämlich ganz einfach. Wir springen einfach mit dem da drüber. Ha, Trick 17 funktioniert nicht. Oh, wir machen es uns trotzdem ganz einfach. Wir springen einfach so rüber. Oh, das wäre fast schief gegangen. Aber es hat funktioniert. Okay. Oh, die Katze ist voll gut. Oh, jetzt muss ich... Okay, aber dafür kriege ich den immer wieder nach. Der muss jetzt halt hier aufschießen. Ah, easy. Easy. So. Goal. Goal. Nice. Schönes Level. Schönes Level. Okay. So. Noch ein Mauser-Level. Final Battle against Mauser is near. Okay, los geht's. 5 Minuten 47, auch wieder recht lange. Und offenbar auch recht schwer. 2% haben sie abgeschlossen. Aufgerundet 3%. Und es sind 2 Red Coins. Okay, es ist ein Red Coin Level. Aber vermutlich mit speicherbaren Red Coins. Ah. Erstmal gibt es 2 Bossfights. Das sind die 2 roten Münzen. Okay, verstanden. Kann ich das nicht sogar abkürzen, wenn ich den irgendwie es schaffe, hier zu versenken? Ah, das hat jetzt nicht hingehauen. Egal. Den haben wir ja schon weg damit. Ah, jetzt muss ich aber den zweiten Bosskampf... Okay, das wird dann wohl, Pam-Pam sein. Nicht Wendy. Ich habe ja immer Wendy zu ihr gesagt. Dabei ist es... Heißt doch Pam-Pam, oder? Das eine ist Bum-Bum und das ist Pam-Pam. Nicht sicher. Easy. Gut, nach der Tür möchte ich bitte einen Checkpoint haben. Das ist kein Checkpoint. Mist, ich will die Bosse nicht nochmal machen. Oh nein. Oh, ich mach die Bosse nochmal. Ich hab's versaut. Ich hab's zu spät gerafft. Mist. Okay. Komm her. Was? Der hat das echt da drüber geschafft, über beide. Der geht da nicht unter. What? Ah, ich wollte schon sagen, das wäre komisch gewesen. Okay, hier Speedrun Tactics. Nur, dass man den Pilz verloren hat, war natürlich doof.
Halt, hier drüben. Das war nicht ganz, wie ich das wollte. Aber dann haben wir den Taktik jetzt für ihn hier. Die funktioniert. Wieso dich jetzt? Wieso jetzt nicht? Wieso hat das vorhin funktioniert? Und jetzt nicht. Alter, willst du mich veralbern? Warum geht das nicht mehr? Okay, wir machen ihn einfach normal. Ich werde es doch schaffen, einmal mit Pilz da rauszugehen. Danke, geht doch. Wahrscheinlich muss ich ihn, dadurch, dass ich in seiner Nähe bleibe, wird er verlangsamt. Irgendwie so ist das. Gut. So, diesmal machen wir den Swamp richtig. Gibt's hier noch einen Pilz irgendwo, so als Boni? Als versteckter Pilz? Wäre voll cool. Nein? Okay. Aber hier krieg ich ja noch mal einen. Habe ich in der Aufregung gerade ganz vergessen. Lul. Oh, ich muss da hoch, was? Nee, muss ich nicht. Scheiße. Okay. Was, Verbindung mit dem Norton-Server wird verzieh dich. Jetzt kommt hier einfach Norton. Alter, mach dich weg, ich deinstalliere dich eh bald. Dieser Computer ist geschützt, ja, das ist schön für dich, aber geh nicht in meine Aufnahme rein. Oh Gott. Okay, nächstes Mal behalte ich den Pilz, weil ich jetzt weiß, dass ich nicht in die Stacheln hochspringen muss. Ah. Können wir bitte den Checkpoint nach den beiden Bossen haben? Oder einfach einen kompetenteren Spieler. Würde ich auch nehmen. Würde ich auch nehmen. So. Jetzt gibt es wieder einen Pilz, den wir diesmal behalten werden. Vielleicht auch nicht. Ohne Pilz verlieren komme ich hier nicht raus. Es ist unglaublich. Es
Das ist unglaublich. Ja, toll. Passt. So, neuer Anlauf. Ich mach 3 Kreuze, wenn ich den ersten Checkpoint in dem Level bekomme. Und ihr auch. Ich weiß es genau. Ihr macht auch 3 Kreuze. So, jetzt behalten wir diesen Pilz aber diesmal. Easy. Und gehen gleich mal hier hoch. Und kriegen eine Bombe. Das war dumm. Oh, shit. Muss ich den killen? Kann ich den killen? Uff. Gehen wir mal hier lang. Oh boy. Oh boy. Ich möchte gern meinen Pilz zurückhaben. Oh mein Gott. Yo. Alter, gib mir einen Pilz. Irgendwas. Oh Gott. Da ist der Schlüssel, den ich... Och, du Schande. Okay, einfach durch. Einfach durch. Jetzt muss ich nur wieder da runterkommen. Das ist alles. Nach der Tür gibt es hundertprozentig dann den ersten Checkpoint. Muss es ja wohl. Nee, ich will das nicht. Okay. Okay. Checkpoint, come on, come on. Yes. Okay, so, jetzt ist alles gut. Ab jetzt ist der Rest des Levels einspaziert. Ich wusste, sobald ich was sage, passieren Dinge. Aber es ist natürlich, ne? Aber jetzt ist der Rest des Levels ein Spaziergang. Was kann schon noch passieren? Ah, jetzt komme ich direkt da hoch. Haha. Oh oh. Was ist hier oben? Außer einer Coin. Ah, der Tod. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alter. Da hat Masi aber schon ein krasses Level gebaut, ne? Also, oh mein Gott. Also richtig cool, auf jeden Fall. Oh no. Das fühlt sich zumindest mal wirklich auch wie ein Miauser Schloss an, weil es überall Fallen sind, ja. So würde ein Miauser sein Schloss auch gestalten. Genauso, überall mit Fallen, wo man sterben kann, nicht einfach nur durchläuft, sondern an jeder Ecke ist eine Möglichkeit zu sterben. Mist, die drehen um. Lass mich in Ruhe. Und wo? Oh, von mir!
Wo ist jetzt der P-Switch? Okay, wichtig ist, den Pilz zu behalten. Ah, hier muss der P-Switch gedrückt sein. Mist. Ach, hier! Na gut, aber es ist ja kein Problem. Den kann man einfach mitnehmen dann. Wait, aber jetzt sind die da. Kommt hier was nach? Okay. So, das Ding schießt genau einmal. Okay, nice. Wir haben's. We did it. Jetzt muss ich warten. Ja gut, okay. Ist hier noch irgendwo? Oh Gott, yes. We did found the mushroom. Oh no. Muss ich den besiegen, indem er in die Lava stürzt? Nein, da kommt was raus. Okay, ich dachte schon. Aber das ist eine ganz coole Art und Weise, weil der hat dann halt 2 Hits. Ich glaube, der Große hat 4 Hits, der Kleine hat 2. Nice. Aber wenn wir die jetzt besiegt haben, müsste doch jetzt das Ziel kommen. Außer es kommt doch dort, der Große kommt noch. Warum sage ich denn überhaupt was? Mach dich weg. Oh no. Oh no. Oh no. Oh Mist. Okay. Okay, das ist also ein Level, in dem wir jetzt von dem Großen verfolgt werden. Weil ihm kann ja gar nichts passieren, wenn er in die Lava fällt. Meint, da kommt er ja her. Na, aber das fühlt sich wirklich wie ein gutes, finales Level an. Das muss man halt echt sagen. Muss ich jetzt von hier runterrollen? Nee. Das hat nicht hingehauen. Ach, er muss das aufmachen. Ah, nee, ich hätte das. Okay. Au. Da hätte ich warten müssen. Okay. Boah, das ist krass. Das ist eine richtig krasse Jagd. Hi. Kannst du bitte gehen? Danke. Mjauser, geh einfach. Ich will nicht mit dir spielen. Ob der Swamp ihn zerquetschen könnte. Der knallt hier immer wieder runter, ne? Komm mal her, Mjauser. Ah, der müsste genau da landen, wo ich halt jetzt bin. Ah, das macht er eh nicht. Okay, schade. Eine Idee war es wert. Ein Versuch heißt es eigentlich, war es wert. Komm, mach dich weg. Ey, das ist keine Chance. Den Satz zu zerquetschen. Mist. Oh je. Oh je. Puh. Das war gar nicht knapp oder so. Oh nein. Alter.
Ab dafür. Oh, jetzt schießt das hier auch noch Feuer. Nein! Nein! Zwei! What? Da kommt noch ein kleiner dazu. Boah, das Level ist crazy. Alter Norton. Norton Security führt derzeit Hintergrundaufgaben aus, während ihr Computer inaktiv ist. Ja, der ist richtig inaktiv. Ich nehme ja auch gar nicht auf damit. So. Dann nutze ich doch die Gelegenheit gleich mal für eine Umfrage. Welchen Virenscanner könnt ihr denn empfehlen? Oh Mist. Also welchen nutzt ihr denn? Und seid damit zufrieden. Weil ich muss sagen, Antivir geht mir ziemlich auf den Keks. Es gibt ja viele andere. Ne? Es gibt Norton, es gibt Kaspersky. Nice. Unbedingt jetzt den Pilz behalten. Ganz wichtig. Ganz wichtig, dass wir jetzt den Pilz behalten. Nice. Ah! Jetzt sind schon alle zwei wieder da. Yo! Ich treffe das Ding nicht einfach. Ich treffe das Ding einfach. Ich treffe das Ding einfach nicht. Ja, jetzt ist, Nein, das war nicht gut. Alter. Trifft er das nicht? Hier musst du hinschießen. Yes. Genau da. Feuer weg. Warten. Nein, jetzt ist er genau in meinem Weg. Oh Gott. Okay, passt. Und weg hier. Nice. Wir haben den Pilz noch. Wichtigste Erkenntnis. Wir haben den Pilz noch. Und jetzt gleich den dann auf erwischen. Oh boy. Ich habe mal erwischt, aber ich... Oh Gott. So, jetzt fahr runter mit der Kacke hier. Okay, hier gibt es keine Ahnung was. Noch ein Pilz. Na gut, den nehme ich mit. Und hier geht's rüber. Und hoch. Yo. Yo. Alter! Ja, ist okay, ist okay! Hier geht's weiter. Ugh, weg hier! Nein! Nein! Nein, der muss weg! Ah! Oh. Ah! Oh. Wir sind aber noch nicht safe! Wir sind noch nicht safe! Was ist in dem Baum drin? Ja, Gott sei Dank! Ich muss ihn aber jetzt nicht besiegen als Katze. Ich muss ihn jetzt nicht als Katze besiegen, oder? Hier ist nichts. Scheiße.
Ach so, er muss hier kaputt machen. Da kommt ein Pau oder sowas raus. Mist, das habe ich zu spät gerafft. Nein! Nein, das habe ich zu spät gerafft. Scheiße. Geht das jetzt kaputt? Nein, das geht nicht kaputt. Oh Gott, der trifft es einfach nicht. Hier musst du hinschießen. Hier. Ja. Treffer. Gib mir den Pau. Da stehe ich jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Gib mir den nächsten Pau. Gib mir den nächsten Pau. Gib mir den nächsten Pau. Vier Stück sind's. Oh Gott, ja. Ich dachte, ich muss den mit der Katze erledigen. Oh, das wär's gewesen. Gib bitte keine Gegner mehr. Kein gar nichts mehr. Oh, yes. Oh, yes. Oh, das fühlt sich gerade wirklich an, als hätte man ein Spiel durchgespielt. Das war ein Level. Das war ein Level. Oh Himmel. Zwei Marcy-Level. Zwei richtig krasse, geile Marcy-Level. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.